So, hallo und herzlich willkommen im Wald. Spontanes Video, nicht ganz 100% spontan, aber doch ziemlich spontan. Also ich habe jetzt eine Stunde Vorarbeit geleistet, bevor ich mich hierher gehockt habe. Und zwar wollen wir reden über dieses Messer. Dieses Messer habe ich eben gekauft vor 3 Stunden oder so im Aldi. Bei uns um die Ecke zufällig drüber gestolpert. Meine Frau war dabei, hat ihr okay gegeben, weil eigentlich habe ich Messerkaufverbot. Wir haben genug Messer, meint sie. Insbesondere ich habe genug Messer, meint sie. Sie hat rein logisch betrachtet selbstverständlich vollkommen recht. Ja, also hören wir immer schön auf unsere Frauen und kaufen unsere Messer heimlich. Nein, nur unter grundsätzlicher Billigung derselbigen. Wie auch immer, jedenfalls habe ich das Ding hier erwerben dürfen, weil es kostet 5 Euro. Das haben wir gerade noch so übrig. Ne? Auch bei Inflation, das geht schon noch. So, und das ist also ein schönes Spielzeug und man kann damit schön rumspielen. Das habe ich jetzt ein bisschen getan und habe gedacht, ich will euch daran teilhaben lassen, was man denn damit anstellen kann oder eben nicht anstellen kann. Weil ein funktionales Bushcraft-Wald-Pfadfinder, Wald irgendwas, Waldhobby, völlig egal, Messer für 5 Euro, da klingeln doch die Alarmglocken, das kann ja wohl kaum sein. Andererseits machen wir uns klar, ein Mora Companion, also ein einfaches Mora-Messer, die meisten von uns werden das Ding kennen oder schon mal gehört haben, das kostete jahrelang auch nur 7,99 €, inzwischen wahrscheinlich 15 Euro, keine Ahnung, aber eigentlich müssen Messer nicht zwingend super teuer sein und können trotzdem funktionieren. Eben die Mora-Messer sind das beste Beispiel, Opinel ist ein schönes Beispiel, noch ein paar andere günstige Messer, die es da gibt, die funktionieren einigermaßen. So ein Fiskars-Messer, das ein bisschen aussieht wie ein Mora-Messer, gab es mal, das hat auch funktioniert. Ne? Also einigermaßen zumindest. Natürlich kannst du damit... Oder wäre es vielleicht nicht das Messer, was du dir aussuchen würdest, wenn du ein Messer aussuchen könntest, bevor dich jemand auf einer Insel aussetzt oder sowas in die Richtung. Ne? Aber funktionieren tun die schon, die schneiden und gut ist. Ne? Und sind auch nicht sofort kaputt, wenn man keinen völligen Unsinn damit anstellt. Zumindest meine Philosophie, was Messer angeht. Drum kann sein, dass das Teil ein bisschen was taugt. So, jetzt eine kleine Vorgeschichte. Ich war nämlich auch bei Lidl, also nicht heute, aber vor einer Weile. Und da habe ich ein Klappmesser, so ein Schweizer Taschenmesserersatz sozusagen, für 4 Euro gefunden. Ich habe noch nie ein Schweizer Taschenmesser, also ein Victorinox-Ersatz, in billig gefunden, der funktioniert. Lass ich jetzt mal so stehen, ich will ja das Video nicht vollständig spoilern. Aber 4 Euro und das Ding kostet 5 Euro. So, jetzt nehmen wir mal einfach an, vielleicht hätte das 4 Euro Messer nicht so gut funktioniert. Dann wäre jetzt für 1 Euro mehr eigentlich nicht zu erwarten, dass das Ding jetzt toll ist. Ne? Toll ist es auch nicht. Ja, ich will ja nicht zu viel spoilern. Ne? Aber jetzt mal Folgendes ganz Lustiges. Dieses Messer in diesem Design von Adventure Witch, also das ist ja die Outdoor-Marke von Aldi, von denen habe ich inzwischen jetzt schon 2, 3 Sägelchen mal ausprobiert, unter anderem Schlafsäcke, eine Isomatte. Erstaunlich gut. Ne? Also natürlich nicht vergleichbar mit dem High-End-Scheiß, den ich sonst verwende, weil ich ihn halt oft verwende und es mir dann leisten mag. Aber erstaunlich gut funktioniert für Otto Normalverbraucher, der mal im Sommer in Deutschland eine Nacht im Wald pennen möchte. Ne? Oder eine Nacht auf der Wiese oder irgendwo im billigen Zelt beim Kumpel im Garten, ne? Oder im eigenen Garten oder was auch immer. Funktioniert völlig. Ja? Gibt es überhaupt nichts dran auszusetzen. Für den Zweck brauchen wir auch nicht mehr Geld ausgeben. Ne? Wenn du dann allerdings irgendwo, keine Ahnung, im Hochgebirge unterwegs sein möchtest oder sehr leicht durch Skandinavien latschen oder einfach ständig in sowas pennst, dann irgendwann natürlich dann halt vielleicht mal, keine Ahnung, Western Mountaineering im krassesten Fall, Hilleberg für ein Zelt im krassesten Fall, etc. pp. Ne? Wie auch immer jedenfalls, das Ding ist für den deutschen Markt spezialisiert hergestellt worden, bin ich mir ziemlich sicher. Es gibt nämlich, gab vor zwei Jahren ein relativ brachiales, langes Messer in einer ganz ähnlichen Scheide von einem ganz ähnlichen Hersteller mit ganz ähnlichem Griffdesign, also definitiv die gleichen Leute, die dieses Messer auch gemacht haben, absolut einleuchtend, von Hofer.
Hofer sitzt in Ostösterreich und ist da quasi der Aldi. Wir erinnern uns, wenn wir schon mal in Österreich gewesen sind, haben wir so ein Ding bestimmt schon mal gesehen. So, und unsere lieben Kollegen in Österreich haben dazu eben auch Messervorstellungen gemacht mit Kuhglocke im Hintergrund. Sehr österreichisch, fand ich toll. So wie man sich das klischee-mäßig vorstellt. Nein, alles super. Kühe sind toll. Keine Frage. So, aber... ja, das Messer wäre für den deutschen Markt völlig unbrauchbar, weil es fällt ja unter das Führungsverbot, also Waffengesetz, der ja besagt, ich weiß das wieder mal nicht hundertprozentig auswendig, dass du Messer über 12 cm, also feststehende Messer ab einer Klingenlänge von 12 cm nicht führen darfst. Du darfst sie besitzen, du darfst aber nicht damit rumrennen, es sei denn, du hast sie in einem verschlossenen Behältnis, also ein Rucksack mit Schloss, Tasche mit Schloss, irgendwie sowas, und das Schloss muss verschlossen sein. So, das heißt, es ist also ein bisschen für den Arsch. Da gibt es natürlich jetzt Ausnahmen, berechtigtes Interesse und so weiter und so fort. Kein Mensch weiß genau, was das bedeutet. Also von daher, die meisten von uns, ich glaube schon, dass es eine große Mehrheit gibt, haben Bock für das Messer, was sie so üblicherweise im Wald mit rumschleppen, ein Messer zu verwenden, das halt eben kürzer als 12 cm feststehende Klingenlänge ist. Und da kommt jetzt dieses Ding ins Spiel, weil das hat nämlich 11,5 cm. Ja, was ein Zufall! Ja, und komischerweise hat man also das, was bei Österreich im Hofer gelandet ist, nicht versucht in Deutschland zu vermarkten, weil derjenige, der es bei Aldi gekauft hätte, hätte sich in dem Moment, wo er mit dem Messer im Rucksack, im Einkaufstäschchen, am Gürtel oder sonst wo den Laden verlässt, hätte er es ja geführt. Es sei denn, er hat einen verschließbaren Rucksack dabei, verschließt es im Aldi in seinem verschließbaren Rucksack, um es dann mit nach Hause zu nehmen. Aber der Weg von Aldi-Tür zu Kofferraum wäre im Grunde... Kofferraum ist verschließbares Verhältnis, das geht dann wieder, ja. Aber allein das wäre schon, da hätte man sich eigentlich im Grunde schon strafbar gemacht. So, und das wusste Aldi scheinbar auch, oder Hofer, je nachdem. Sind die eigentlich ein und dieselbe Person? Ich glaube, das gehört alles den Gebrüdern Albrecht. Ne? Was auch immer, jedenfalls, geht nicht. So, wie dem auch sei, ob man das jetzt gut findet oder nicht, ich habe mich damit abgefunden. Ich halte es auch relativ für ziemlichen Schwachsinn. Ich kenne auch wenig Leute, die jetzt wirklich sagen, oh ja, das war eine richtig tolle Idee, dass wir die Klingenlänge auf 12 cm begrenzt haben. Dadurch leben wir jetzt in Deutschland viel sicherer, weil es wäre ja illegal, mit einem Messer mit 13 cm Klingenlänge abgestochen zu werden. Mit 12 auch. Aber zusätzlich... Wenn es 13 cm sind, wirst du erstens fürs Abstechen und zweitens fürs Führen des Messers bestraft. Yay! Es ist meiner Meinung nach wirklich völlig für den Arsch. Messerstechereien sind völlig zu Recht selbstverständlich. Natürlich auch sonst verboten, egal wie lang das Messer, ne? Aber ja, lassen wir das. Nicht, dass ich ansonsten allzu viel am Waffengesetz rumnörgeln möchte, weil das Fass möchte ich nicht aufmachen. Wirklich nicht. Daher, ja. Gut, jedenfalls jetzt auf dem deutschen Markt seit heute zu haben eben dieses Modell. So, und jetzt, nachdem ich jetzt genügend Vorgeplänkel geliefert habe, weil ich bin halt ich, können wir das mal auspacken und sehen. 11,5 cm Klingenlänge, das ist für ja, ein feststehendes Messer in Deutschland halt eben nun mal das Maximum, was mehr oder weniger geht. Nur ganz wenige Hersteller trauen sich, ein 12 cm Messer auf den Markt zu bringen. Sobald da auch nur ein Fitzelchen zu viel Metall an der Spitze dranhängt, kann man ja abfeilen, wäre das im Grunde schon illegal. Also bis 12 ist okay, 12, irgendwas ist dann schon zu viel. Ne? Daher 11,5 immer ein sehr, sehr guter Kompromiss. Und das ist kein Zufall, wenn ein Messer ausgerechnet 11,5 cm Klingenlänge hat, dann ist das für den deutschen Markt optimiert und konzipiert. So, ne, also das wäre schon mal das erste auffällige Merkmal. Wiegt 150 Gramm, heißt es auf der Packung. Ich würde behaupten, meins ist ein Müh schwerer, hat dadurch, dass der Erl offensichtlich kein Fulltang ist, also hier nicht durchs komplette Messer verläuft, also der Erl ist der Stift, der am Ende der Klinge quasi in den Griff übergeht. Bei vielen Outdoor- und Bushcraft-Messern geht der einmal komplett durch den Griff, beziehungsweise die Griffschalen sind nur aufgeschraubt und man kann hier in der Mitte das Metall des Erls sehen. Das ist inzwischen scheinbar ein Trend, der sich durchgesetzt hat, dass das sehr beliebt ist. Ist hier nicht der Fall, das ist hier verschraubt mit dieser Schraube. Im Griffinneren, wie weit der Erl geht, weiß ich nicht. Könnte ich aufsägen, könnte ich rausfinden. Aber man spürt vom Gewicht her, dass er hier hinten definitiv, spätestens ab hier, ist er weg. Ne? Also er geht maximal
bis da. Da spürt man auch, dass der Griff irgendwie sehr viel massiver wirkt weiter vorne. Und hier so ein bisschen, ja, hohl wird er nicht sein, aber da fühlt es sich an wie Plastik. Hier mit Plastik, wie Plastik mit Metall drin. Irgendwie habe ich das Gefühl. Ja, vielleicht geht er auch nur bis hier, weiß ich nicht. Aber vom Schwerpunkt her, wenn man das hier hinten hält, dann ist es schon sehr, sehr kopflastig. Das ist was Gutes für ein universelles, im Wald einzusetzendes Messer, weil man dann relativ gut damit hacken kann. Der Griff ist auch recht lang. Das ist auch eine Möglichkeit, ein halbwegs zum Hacken geeignetes Messer mit nur 11,5 cm Klingenlänge in Deutschland überhaupt herzustellen, dass man den Griff einigermaßen lang macht, dass man dann zumindest einen langen Hebel hat, wenn man ein bisschen was hacken möchte. Was will man denn so hacken? Naja, im Regelfall wird es Äste von einem Ast, von einem größeren Ast. Also wenn du irgendwo eine Fichtenstange hast und möchtest die entasten, damit es halt ein bisschen glatter ist, dann wirst du das gelegentlich mal in einer Hackbewegung tun wollen. Ich würde mal sagen, das geht hier so gerade so, ne? Um das mal vorwegzunehmen, aber mache ich euch gleich noch vor. Ja, ansonsten, Klinge hat, was augenfällig sein sollte, hat Serrations. Also hier ist eine Sägezahnung angebracht. Auf Englisch Serrations, kann ich persönlich nicht leiden, hat Vorteile, wenn du ein Seil durchschneiden willst, kann Vorteile haben bei ein paar Sachen der Holzbearbeitung, aber auch nur, wenn man möchte und nur, wenn man das so sehen will, sage ich jetzt mal, und vielleicht für Anfänger noch ganz interessant, aber ich kann dem nicht wirklich was abgewinnen. Und danach kommt eine glatte Klinge, ja? Die zugegebenerweise erstaunlich scharf ist, denn ich habe es ein bisschen damit geschafft, ich weiß nicht, ob es noch geht, aber ich habe haarige Arme. So, und jetzt habe ich hoffe, das kann man sehen, an dieser Stelle einen deutlich weniger haarigen Arm, beziehungsweise hier auf einmal viel mehr Haare. Auf gut Deutsch, das taugt zum Rasieren. Also das ist für ein 5-Euro-Messer, habe ich das noch nie erlebt, dass die so scharf sind, dass man sich damit den Arm rasieren kann. Noch nie. Also auch nicht bei einem Opinel. Das kam bei mir nie, also vielleicht habe ich da einfach Pech gehabt, weiß ich nicht. Aber da kam noch nie eins so scharf an, dass das funktioniert hätte. Keine Ahnung, woran das genau liegen mag, aber das ist jetzt erstmal ein Fakt. Also sehr, sehr positive Überraschung beim ersten Ausprobieren. Jetzt können wir natürlich versuchen, ein Stück Papier durchzuschneiden. Das schenken wir uns, ne? 11,5 cm, 150 Gramm auf dem Papier. Ne? Aber ich muss sagen, dieser Griff, der wirkt so, als würde der gar nichts wiegen. Also das Gewicht liegt wirklich fast ausschließlich in der Klinge. Die hat auch eine ordentliche Dicke. Man kann sie sehen hier im Video. Das ist allein schon mal ein schönes Qualitätsmerkmal. Jetzt kann man sich streiten, wie dick muss eine Klinge sein. Ja, das ist auch so ein letzten Endes Mohammed oder Jesus Thema. Aber ich würde mal behaupten, die hat etwa 3,5 bis 4 mm und das ist für ein Messer dieser Länge vollkommen ausreichend. Also durchbrechen wird die mit Sicherheit nicht, zumal der Anteil, der dick ist, ist halt dieser hier, ne? Der ist auch schon relativ robust. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass du dieses Messer wirklich kaputt bekommst. Dann ist auch die Frage, wie dick ist die Spitze? Die läuft nicht sehr spitz zu, das werdet ihr jetzt kaum sehen können. Aber hat auch noch eine ordentliche Spitze. Sie ist nicht sehr spitz. Griff, Plastik. Plastikgummi, das hier, das weiße graue Material eher Gummi, das schwarze Material so ein bisschen härteres Plastik, wirkt nicht sehr hochwertig, erfüllt seinen Zweck, liegt mit dieser Daumenmulde hier in meiner Hand ehrlich gesagt sehr bequem, auch gerade da der Griff hier noch ein bisschen gebogen ist, muss ich sagen, ja, schon sehr bequem. Ich habe so ungefähr mittelgroße Hände, also zumindest wenn man meine Handschuhgröße glauben darf, und ja. Also so lässt sich das Messer wirklich schön halten, hat hier hinten noch diese Mulde, also diese Parierstange nenne ich es jetzt einfach mal, wo man schön seinen Daumen hinlegen kann, hier vorne den Finger da rein und dann hat man das Messer sehr gut in der Hand, da verrutscht nichts und das ist dann durchaus sehr führig, was auch immer man mit dieser Führungsart damit machen möchte. Ne? Na, hoffentlich nicht, aber ja. Man kann es so natürlich auch zum Schnitzen verwenden. Muss dann natürlich gucken, dass man ja mit der Spitze des Messers schnitzt, weil hier hinten kann man ja nicht schnitzen, weil da sind ja die scheiß Serrations. Also ja, das ist schon so ein bisschen mühsam. Also de facto, damit das hier jetzt nicht völlig ausartet, Anwendung. Ich habe mal zum Spaß hier einen kleinen Haselast. Ich sitze im Haselwäldchen, das war jetzt also nicht so schwierig, den zu finden. Sowas
ist, würde ich sagen, völliges Alltagsholz, dass man im Wald mal eben schnell ein bisschen dran rumschnitzt, weil man es kann. Ne? Geht das? Das geht hervorragend. Ja, jetzt ist er nämlich schon wieder halb durch quasi. Wirklich prima. Also für das Bearbeiten von Hasel, das ist ein vergleichsweise weiches Holz, nicht das allerweichste, nicht das allerhärteste, so irgendwo in der Mitte, frisch wohlgemerkt. Es gilt ja grundsätzlich bei Hölzern, das muss ich mal generell erklären, die sind, wenn du sie so frisch im Wald irgendwo abschneidest oder aufsammelst, nass. Das heißt, die Zellen, die Holzzellen sind wassergesättigt und ein Stück weit aufgequollen. Wenn das Holz vollständig abgetrocknet ist, weil es daheim irgendwie wirklich getrocknet wurde, dann wird es erheblich härter, einfach dadurch, dass die Zellen zusammengesunken, geschrumpft sind und jetzt enger aneinander liegen und das Holz damit einfach fester ist und automatisch schwerer zu bearbeiten, insbesondere für eine Klinge, die man durchziehen möchte, beziehungsweise durchschieben oder durchschneiden oder was auch immer. Ja, das heißt, frisches Holz aus dem Wald immer einfacher zu bearbeiten als getrocknetes Holz von daheim. Erstmal unabhängig von der Holzart. Das ist natürlich noch krasser, wenn du getrocknete Eiche versuchst zu schnitzen. Ja, viel Spaß. Das macht Blasen an den Händen und keinen Spaß. Ne? Aber ja, Hasel im harten Zustand, im getrockneten Zustand auch schon durchaus ein härteres Holz. Deshalb viele Leute von uns, die wir mal Hasel daheim rumliegen hatten oder haben und dann daran rumgeschnitzt haben, festgestellt haben, huch, so weich ist das ja gar nicht. Weshalb manche Menschen jetzt eher davon ausgehen, dass Hasel eher ein hartes Holz wäre. Das ist nicht der Fall. Es ist so ungefähr mittelweich bis mittel, aber getrocknet, weil halt eben viele es getrocknet auch mal ausprobiert haben, erheblich haltbarer. Wie auch immer, hier bei waldfrischer Hasel, ist aber trotzdem abgestorben gewesen. Ich habe es nicht extra was gekillt. Das lässt sich hervorragend bearbeiten. Das lässt sich auch erstaunlich präzise und fein bearbeiten, weil man beim Schnitzen ja wunderbar den Daumen hier hinter die Spitze nehmen kann, ja, und dann auf diesem Wege hier wirklich feinst filigranste Schnittchen machen kann. Das ist überhaupt kein Problem. Das geht mit diesem Messer also wirklich ganz, ganz ausgezeichnet, muss ich sagen, solche Feinheiten. Ne? Das ist also durchaus auch für Leute, die ein bisschen was schnitzen möchten, wäre das ein Messer, also ein Schnitzmesser ist da am besten, aber mit dem man das machen kann, ja? Weil sich das wirklich erstaunlich führig, die Spitze wirklich erstaunlich führig bedienen lässt. Das Problem, wenn man jetzt hier mit größere Holzmengen, dann würde man versuchen, so weit unten wie halt geht, am nicht wellenschliften Bereich zu arbeiten. Und da ist die Klinge schon arg breit und der Daumen, der hier der Druckgeber ist fürs Präzisionsschneiden, schon ein bisschen weit weg. Also das geht, das macht aber nicht so viel Spaß wie mit einem anderen Messer. Ne? Also aber geht völlig problemlos. Ja? Und wofür kann man jetzt diese blöden Wellenschliff brauchen? Meiner Meinung nach am ehesten noch, um zu versuchen, in einem Schnitt Äste abzuschneiden. Wenn das nicht geht, kann man versuchen, die Äste abzusägen, was nicht funktionieren wird, weil man so einen Zweig nicht in der einen Hand so festhalten kann, dass ich ihn nennenswert sägen kann. Das klappt nicht. Also am besten geht das immer noch auch nur mit der Klinge. Aber weil hier eben dieser Scheiß zu weit draußen ist, ne, kriege ich nicht einfach durch Hebelwirkung nicht die Kraft aufgebracht, die ich jetzt zum Beispiel hier mit einem Buckfolding Hunter aufbringen könnte, weil ich das direkt an der Brust ansetzen kann und dann hier wirklich mit Schmackes aus den Schultermuskeln heraus die notwendige Kraft auch einfach aufbringe, die Klinge hier durchs Holz zu ziehen, wenn ich das entasten möchte. Ne? Und deswegen der große Knackpunkt, weshalb Serrations bzw. Wellenschliff am Anfang der Klinge scheiße ist. Was heißt scheiße? Ja, ist scheiße. Ich kann damit nichts anfangen. Aber was man damit zum Beispiel machen kann, das ist Fichte. Noch relativ frisch, noch relativ unverpilzt, 5 Meter weiter da hinten aufgesammelt. Wenn ich die jetzt durchkriegen möchte, ja, jetzt habe ich mit diesem Messer 3 Möglichkeiten. Entweder ich schnitze jetzt so lange kreisförmig drin rum, bis ich dann irgendwann eine Kerbe so weit reingeschnitzt habe. Nipp. Also ungefähr sowas hier, kreisförmig drumherum, dass es eine Sollbruchstelle gibt, dann kann ich es irgendwann durchbrechen, dann bricht es präzise an dieser Stelle, dafür muss ich das aber noch tiefer machen. Das dauert eine Weile, bis ich mir das zusammengeschnitzt habe, ohne das jetzt ganz komplett vormachen zu wollen. Alternativ, ne? So in etwa, dafür ist das Messer, zumindest wenn ich das jetzt in der Hand halte, damit ihr es auch sehen könnt, ein bisschen zu leicht. Es macht schon Kerben. Ne? Und irgendwann
Also es wäre jetzt natürlich deutlich einfacher, wenn man es hinlegt, aber dann seht ihr es nicht und ich müsste die Kamera umbauen und ich bin faul. Irgendwann gibt es da schon ein paar Kerben. Das ist übrigens nicht ganz ungefährlich, was ich hier mache. Also liebe Kinder, bitte nicht nachmachen. Aber doll ist das jetzt natürlich nicht im Vergleich zu einem richtigen Haumesser. Es geht ein bisschen, wenn man kleine Zweigchen irgendwie in kleine Teile hacken möchte, dann kann man das hiermit schon tun. Wenn man ein ganz weiches Holz hat, Weide, Pappel, frische Hasel, vergleichsweise eben, das kann man auch schon mal ein bisschen mit viel Schmackes, wenn man weit ausholt und das Ding am Busch hat, kann man da schon auch ein bisschen was mit abhacken. Das geht, klar. Aber jetzt so für so einen dicken Ast durchhacken, nachdem der schon halbwegs trocken ist. Frische Fichte ist auch ein weiches Holz. Eher nicht so, ne? Und dann bleibt uns jetzt eben eine zweite mögliche Anwendung für den blöden Wellenschliff. Wir können hier nämlich mit dem Wellenschliff, ne, also ich mache das jetzt mal demonstrativ, diesen hier machen. Ne? Das geht jetzt nicht in der Kamera, aber hier unten schon. Und nutzen den Wellenschliff wirklich so ein bisschen sägemäßig. Und können dabei das Holz drehen. Das heißt, wir drehen hier immer das Holz und sägen hier fröhlich weiter. Zack, 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 zack. Und dann kriegen wir quasi eine gesägte Kerbe einmal rundum. Ich mach das mal schnell. So, und wenn wir dann eine gesägte Kerbe einmal rundum haben, dann können wir jetzt hingehen und hier einfach zur Kerbe schnitzen. Ja, also es ist halt schon nicht das allerbeste Messer. Geht, kann man machen. Ne? Also wenn ich jetzt nichts anderes dabei hätte, was ich habe, dann kann man damit schon arbeiten. Aber tut dann auch irgendwann am Daumen weh, weil halt die Kraft aus dem Daumen hier kommen muss. Weil der Griff ist einfach zu weit weg, da hast du keine Kraft, das kannst du vergessen. Du kannst jetzt nicht diesen hier, kannst du machen, hast du aber viel zu wenig Power, du musst hier den Daumen dazu nehmen. Und das ist also was für Männer mit starken Daumen. So, ja, und dann gibt's halt, vertieft man die Kerbe, das geht vielleicht, ja, für manche Menschen. Ein bisschen schneller die Kerbe auf diesem Wege tief zu kriegen, als sie einfach komplett zu schnitzen, wenn man halt keine Sägezahnung hätte. Und dann kriegt man hier schneller eine Sollbruchstelle hin und kann das Ding schneller durchbrechen. Soweit sind wir aber noch nicht. Und das sparen wir uns jetzt an dieser Stelle auch. Nur einfach, damit wir mal eine Anwendungsmöglichkeit für diese olle Kerbe quasi gefunden haben. Ja, natürlich kann man auch irgendwo anders was anderes damit einkerben, wenn man irgendwie Kerben haben möchte, weil man eine Falle bauen möchte, was übrigens in Deutschland hochgradig illegal ist, und sie hinterher aufstellt. Ne? Eigentlich ist schon das Herstellen illegal, sofern es zumindest im Wald erfolgt. Das ist juristisch gesehen relativ kompliziert. Ja, wie auch immer, jedenfalls, wie scharf, wie gut schneidet das Ding jetzt? Das ist jetzt eben die wesentliche Frage. Ja, machen wir doch mal am Beispiel Fichte. Fichte wird eins der Hölzer sein, die meisten von uns viel verarbeiten. Und hier vorne könnt ihr schon mal sehen, das, so sieht es jetzt momentan gerade aus. Und wenn ich mir jetzt Mühe gebe und versuche, einen Powercut durchzuführen, was eben aufgrund der Klingenbeschaffenheit nicht so richtig gut funktioniert, dann muss ich aber schon zugeben, es fliegt trotzdem gut das Holz, aber ich tue mir weh. Ja? Also ich tue mir beim Arbeiten weh, weil das da oder hier unten, weil der Griff dann halt arg lang ist und er quasi auf dem Brustbein aufsetzt und ich trotzdem eben nicht die volle Kraft hier unten nutzen kann, ne? Da, sondern erst da. Und das ist unbefriedigend, wenn man weiß, ja, dass das mit einem kleineren Faltmesser, Klappmesser, ne, so aussieht. Ja, also das ist halt schon nochmal eine andere Nummer. Habe ich gesagt, weiß ich nicht, Buck Folding Hunter 110. Aus den USA, ganz beliebtes, uraltes, im Grunde Jagdmesser. Kann man super irgendwas mit aufschneiden und gucken, was drin ist. und rausholen vor allen Dingen, was drin ist. Ist auch ein prima Schnitzmesser, Klassiker. Eins der wenigen Messer, die ich mir wegen dem Design und der Historie und so weiter gekauft habe, weil ich ein Stück weit auch Messer sammle. Braucht man so ein Ding? Nee. Ist das viel besser als ein Opinel? Nee, müh vielleicht. Ja, aber kostet das Zehnfache, im wahrsten Sinne des Wortes. Opinel gibt es zwar 15 Euro, das Ding 150 zurzeit. Minimum. Ja, keine Ahnung, Inflation. Ich weiß nicht, was es momentan kostet. Ich habe damals 110 oder sowas gezahlt.
Schon ein paar Jährchen her. Ja, wie auch immer, es geht. Ja, für 5 Euro, für lächerliche 5 Euro, ist das ein erstaunlich gutes Schnitzmesser, zumindest mal in Fichte. Das hier ist Liriodendron tulipifera. Das ist ein Hartholz. Das ist der amerikanische Tulpenbaum. Da habe ich immer wieder mal Holz von da liegen, weil bei meiner Mutter steht am Garten. Zu erben irgendwann, hoffentlich später als früher. Aber wie auch immer, jedenfalls eines Tages ist das dann meiner, wie auch immer. Wirklich ein Hartholz. Ja, und das ist auch schon getrocknet. Also ihr seht, zack. Das war jetzt so ein winziges bisschen, so ein kleines Flöckelchen Holz. Wenn man das mit dem der Performance an der Fichte hier gerade verfolgt, ich würde jetzt eine ganze Weile brauchen, um den hier jetzt anzuspitzen. Das dauert jetzt echt, ne? Und auch wenn man das jetzt hier so versucht, man kriegt da wirklich nur, seht ihr, so kleine Stückchen abgeschnitten. Mehr ist da nicht drin, weil ist halt deutlich härter. Aber jetzt, bevor ihr jetzt denkt, oh, okay, das ist das nur ein Messer für Weichholz. Ja, also es fliegen deutlich mehr Späne, aber mehr als doppelt so gut ist mein Bug hier auch nicht. Ja, doppelt so gut ist natürlich für eine langfristige Anwendung, wenn du jetzt ganz viele Heringe hier draus schnitzen möchtest, warum auch immer, schon ein Riesenvorteil. Aber wenn du einfach mal ein bisschen in den Wald gehen möchtest und einfach Spaß dran hast, ein bisschen an irgendeinem Stock Fichte rumzuschnitzen, ne? Und dir, oh, das sieht aus wie eine Bohrspindel. Nein, tut es nicht. Da einfach ein bisschen am Holz rumschnitzen möchtest und da Spaß dran hast. Oder du überlegst, ob Bushcraften im Wald rumrennen und mit scharfen Gegenständen hantieren ein Hobby wäre, was dir möglicherweise Spaß machen könnte. Und du hast Bock, das einfach mal auszuprobieren. Und du hast kein Geld oder zu wenig davon, ne? Sagen wir mal so. Dann, klar, das geht. Das geht, ja, und da bin ich wirklich, wirklich positiv überrascht, dass man mit einem scheiß 5-Euro-Messer echt heute 5 Euro, echt was anstellen kann. Ja, das funktioniert. Also gerade auch die Hackerei, das macht auch Spaß, ne? Also wenn man kann den hier schon durchhacken, wenn ihr den auf einen harten Untergrund legt. Das geht. Das macht auch irgendwie Freude und ist irgendwie befriedigend, dass man das Ding dann durchgehackt hat und so weiter. Das ist natürlich auch nutzlos, aber hey, wir sind Männer. Außer ihr seid gerade Frauen, dann nicht. Aber dann könnt ihr es vielleicht trotzdem irgendwie nachvollziehen und wenn nicht, verzeiht uns, weil wir sind halt so. Wie auch immer, jedenfalls, das ist es im Grunde. Ne? Also Messer, wirklich völlig in Ordnung. Kann man jetzt damit batonieren? Ganz entscheidende Frage. Geht das nicht? Na, das Dumme ist, wenn du einen Stock batonieren möchtest, den du vorher hier irgendwie angespitzt hast, dann hast du da kaum Auflagefläche, um das überhaupt hinzukriegen. Das heißt, wir machen den jetzt erstmal ein bisschen glatter machen und dann nehmen wir doch einfach spaßeshalber mal den. Ein bisschen flacher machen, meine ich natürlich, nicht glatter. Was viel Dickeres sollte man nicht versuchen zu batonieren, sonst geht das Messer womöglich kaputt. Vielleicht bleibt es auch ganz, aber da ich keinerlei Sinn darin sehe, seine Werkzeuge absichtlich kaputt zu machen, um zu zeigen, dass sie kaputt gehen, wenn man sie absichtlich kaputt macht, batonieren wir höchstens was, was Sinn ergibt. So mit der Sägezahnung zu batonieren, wird die auch innerhalb kürzester Zeit zerstören. Das ist ohnehin die Frage, wie lange die hält, weil die kann man kaum nachschleifen, im Gegensatz zur glatten Klinge. Das heißt, wir müssen hier eigentlich hier batonieren, ne? Also da ansetzen. Und das ist schon allein ein bisschen doof. Klar kann man das auch hier mit durchkloppen, das geht wahrscheinlich auch irgendwie, aber vom Gefühl her würde ich das lieber hier machen wollen. Und wenn du jetzt mit dem Knüppel hier auf dem Griff rumknöppelst, dann geht der Griff garantiert auch kaputt, weil der halt eben nur aus dem vergleichsweise einfachen Plastik ist. Das langt ja auch für die Hausanwendung, ne? Aber ich denke, wenn dann so, ja, und Überraschung, das geht. Natürlich nur bis zur Kerbe, weil ich den ja hier eingekerbt hatte, aber ja, das geht. Also für so kleine Betoning-Projekte, weil man hier ein Mini-Bohrbrett haben möchte oder einfach Lust hat, das Ding hier so weit zu halbieren, weil man einen Löffel schnitzen möchte. Das wäre ja jetzt eine gute Grundlage für einen kleinen Löffel. Das kann man schon machen, klar. Ja,
Also der geneigte Anfänger mit wenig Geld oder ein Kind, also jetzt vielleicht nicht ein 8-Jähriger, aber ein 10-Jähriger. Ich würde das einem 10-Jährigen auf jeden Fall schon in die Hand geben, ja, mit entsprechenden Instruktionen vorher und einem Schnitzkurs und einem schönen Buch von Felix Immler und sowas in die Richtung. Aber dann würde ich das einem 10-Jährigen schon in die Hand geben wollen. Na gut, kommt halt natürlich darauf an, wer die Eltern sind, ne? Der Apfel vom Stamm und so. Ne? Nein, lassen wir das. Aber ja, doch, eigentlich schon. Ne? Und für 5 Euro, ganz ehrlich, also dem 10-Jährigen selbst, meiner Person, hätte man hiermit eine riesen Freude gemacht. Und ich muss der Ehrlichkeit halber sagen, die anderen Messer, an die ich als 10-Jähriger rangekommen bin, ich habe alle Wege in Bewegung, Hebel in Bewegung gesetzt, um an Messer ranzukommen. Das war so ein furchtbarer sogenanntes Survival-Messer mit einer noch kürzeren Klinge, einem ewig langen Griff, den man aufschrauben konnte, wo ein gigantischer Kompass hinten dran war, der nicht funktioniert hat. Dann war da drin irgendwie billigste Angelausrüstung und 5 Streichhölzer oder sowas. Eine Reibefläche, die nicht funktioniert hat. Und ich war trotzdem begeistert, weil es war ein Messer. Das Ding war stumpf wie Sau, das Ding war völlig scheiße. Hast du überhaupt nicht wirklich mit schnitzen können, aber ich war trotzdem begeistert. Das hier ist um Längen besser, ja, um Welten. Mindestens 4-mal so gut in etwa. Ja, und ungefähr halb so gut, zumindest was die Schnitzperformance angeht, wie das da wäre besser, wenn es nicht den scheiß Wellenschliff hätte. Warum hier der Wellenschliff dran sein muss? Weil Bier Grills gesagt hat, das gehört so. Das ist nämlich fast vom Design her wirklich fast eine 1:1 Kopie vom legendär beschissenen, meiner Meinung nach, Bier Grills Messer für viel, viel Geld von Gerber, das genauso aussieht, plus minus. Es ist ein Ticken kürzer, das hier ist sogar länger, ne? Aber es hat halt auch die blöde Sägezahnung hier unten, da oben die glatte Klinge. Der Griff sieht sehr, sehr vergleichbar aus. Ich weiß nicht, ob das Bier Grills Messer noch irgendwie hat an der Scheide, glaube ich, noch eine Pfeife eingebaut. Die Scheide ist auch hochwertiger, apropos die Scheide, ne? Das Gute ist, der Teil, den man mit dem Gürtel anschlauft, das ist in Ordnung. Da gibt es nicht viel dran auszusetzen. Das wirkt auch ganz gut verarbeitet. Das wird so schnell auch nicht kaputt gehen. Scheiße ist aber das Innenleben der Scheide, weil das ist einfach nur ein Stoff. Das ist einfach der gleiche Stoff wie alles. Die ist innen also nicht irgendwie mit Plastik ausgekleidet oder so. Das heißt, mit der doofen Wellenschliffklinge, wenn du die da reinsteckst, verhakt die sich fast immer irgendwo, und wenn man das dann 28 mal rein und raus zieht, dann schneidet man sich kaputt. Ne? Und das geht ein paar Mal gut. Manchmal klappt es relativ schnell, es reinzukriegen, manchmal nicht. Theoretisch kannst du es in beide Richtungen, also für Links- wie Rechtshändler, theoretisch geeignet, ne, um es an den Gürtel zu hängen. Es ist auch relativ egal, ob man das jetzt mit links oder rechts hält. Das funktioniert auch. Also so ergonomisch ist es nicht, dass es für die rechte Hand ausschließlich gemacht wäre. Das kann man auch wunderbar bequem mit links halten. Also vielleicht für diejenigen, paar Prozent der Bevölkerung, für die das relevant ist, aber die Scheide, ja gut, irgendwann ist die kaputt. Aber ganz ehrlich, für 5 Euro, scheißegal, funktioniert. Es funktioniert. Ein bisschen vorsichtig mit der Scheide sein, ein bisschen Vorsicht empfiehlt sich sowieso bei günstiger Ausrüstung, damit die halt dann eben auch trotzdem lange hält. Und also ich bin wirklich maximal beeindruckt, dass das doch erstaunlich gut funktioniert und man damit doch schöne Bastelprojektchen, wie gesagt, das könnte ein Löffel werden oder irgendwie sowas, oder ein kleines Männchen, allein schon hier was draufmalen und das dann irgendwo lustig in den Wald stellen, dann steht ein kleines lustiges Männchen im Wald rum. Ja, ist auch ein kleines nettes Schnitzprojekt für Anfänger, nettes kleines Waldverschönerungsprojekt für einen jungen Mensch, ne? Kind will ich ja gar nicht sagen. Toll, ja. Also finde ich wirklich, wirklich in den heutigen Zeiten bemerkenswert, dass das geht. Ist natürlich hochindustriell gefertigt, wahrscheinlich eben 800 Milliarden Stück, und deswegen sind die auch so billig, und wahrscheinlich verdient Aldi noch nicht mal irgendwas dran und hofft, dass die Kunden bei der Gelegenheit auch gleich noch eine Lasagne, Packung Käse und 3 Liter Milch kaufen. Und das wird auch so sein, weil, gut, Lasagne haben wir nicht gekauft, aber 3 Liter Milch schon und auch eine Packung Käse, als wir das Messer geholt haben, also ich das Messer geholt habe. So, und natürlich war das jetzt viel zu lang für ein Messer-Review, aber ja, ihr kennt mich und ich habe mir jetzt auch keine Mühe gegeben, mich extra kurz zu fassen. Hin und wieder kommt das ja auch mal vor. Bedanke mich fürs Zuschauen. Bin wirklich, wirklich, wirklich ein bisschen hingerissen von dem Ding. Schönes Spielzeug. Und ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.